Stefan Brandner, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach 75 Jahren Herrschaft der schon länger hier sitzen und überall Regierenden fiel der CDU-CSU-Fraktion auf, Mensch, wir müssen Bürokratie abbauen. Und dabei hatte man völlig vergessen, dass in den letzten 16 Jahren Merkel die Bürokratie, die Gesetze, die Verordnung, die Einzelnormen explosionsartig zugenommen haben. 16 Jahre Merkel war ja nicht nur 16 Jahre Merkel. 8 Jahre war die SPD dabei, 4 Jahre die FDP dabei. Also sie alle haben dafür gesorgt, dass der Bürokratieapparat in Deutschland noch aufgebaut, aufgebläht und die Belastung der Bürger noch höher wurde. Jetzt hat die Bundesregierung das Bürokratieentlastungsgesetz oder Paket 4 vorgelegt, wobei nicht mal die Pakete 1 bis 3 den Namen verdient hätten. Das war einfach, was da geschaffen wurde, war Bürokratieabbau, Bürokratie vom Feinsten. So wie man sich das in Deutschland vorstellt, mit Normenkontrollräten, die dann auch noch die Zuordnung gewechselt haben und so etwas. Und der Kollege Limbach hatte ja schon darauf hingewiesen, CDU, CSU, Frau von der Leyen, 54% der Bürokratie, habe ich mal gelesen, kommen aus der Europäischen Union. Und da präsidiert ja natürlich mal jemand von Ihnen. Also rufen Sie die einfach mal an und sagen, stopp mal mit der Bürokratie, meine liebe Ursula, und die ganze Sache bekommen wir auch in Deutschland in den Griff. Da habe ich recht, oder? Dankeschön für die Zustimmung von links. Also eigentlich eine vernünftige Idee, was Sie da machen, aber reine Schaufensterpolitik und one in and two out ist auch Quatsch, sage ich mal. Wenn man weiß, dass zu viele Gesetze da sind, kann man die abschaffen und braucht nicht diesen Unsinn für ein neues Gesetz, schaffe ich zwei ab. Schaffen Sie die beiden doch schon ab, wenn die sowieso überflüssig sind. Also das ist doch gar kein Ansatz all bad out and only good in. Das wäre, glaube ich, mal ein Ansatz, wenn wir schon im Englischen bleiben, um in Deutschland die Bürokratie abzubauen. Bemerkenswert war bei der Anhörung, an der ich ja teilgenommen habe, dass der Vertreter des Handwerks, ich habe ihn gefragt, ja, auf welche Gesetze können Sie denn verzichten? Dem fiel gar keins ein. Er hat vorher noch die existenzbedrohende Bürokratie in Deutschland kritisiert. Und als man ihn dann gefragt hat, fiel ihm nichts ein. Wir als AfD, es wird Sie nicht überraschen, haben Lösungen für eine rasche Entbürokratisierung, und zwar ganz viele. Ich versuche jetzt mal anzufangen, mal gucken, wie weit ich in meiner Zeit komme. Also wir fangen an mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen. Wir haben die Reform der Genfer Flüchtlingskonvention, heimatnahe Unterbringung von Flüchtlingen. NetzDG kann weg. Hinweisgeberschutzgesetz kann weg. Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz kann weg. Gesetz über die Rechtsverhältnisse der parlamentarischen Staatssekretäre kann weg. Grundsteuer kann weg. Solidaritätszuschlag kann weg. Erbschafts- und Schenkungssteuer kann weg. Luftverkehrssteuergesetz kann weg. IPSAS-Rechnungslegung kann weg. Brennstoff-Emissionshandelsgesetz kann weg. Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung kann weg. Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung kann weg. Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern kann weg. Lieferketten-Sorgfaltsgesetz kann weg. Aufhebung der Trennung von Artikel 87a, 87b Bundeswehr und Beschaffung kann weg. Streichung der neuen Regelung für vereinfachte Entlastung von Soldaten kann weg. Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie für Soldaten kann weg. Streichung der Zivilklausel in Universitäten kann nicht weg, soll ja gestrichen werden. Selbstbestimmungsgesetz kann weg, sollte gar nicht eingeführt werden. Demokratiefördergesetz brauchen wir auch nicht. Gesetz zur Beschaffung sauberer Fahrzeuge kann weg. Gesetz zur Bereitstellung flächendeckender Schnellladeinfrastruktur für reine Batterie-Elektrofahrzeuge kann weg. Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen kann weg, meine Damen und Herren. Gesetz zur Änderung des Gebäudeenergiegesetzes kann weg. Energieeffizienzgesetz kann weg. Vierte Änderung des Chemikaliengesetzes kann weg. Giftregister brauchen wir nicht, Bürokratieabbau. Gesetz zur Kennzeichnung von Lebensmitteln und Haltungsformen der Tiere kann weg. Gesetz zur baulichen Anpassung von Tierhaltungsanlagen, Viehwirtschaft, massiver Stallumbau nötig, reduzieren. Gesetz zum Neustart und zur Digitalisierung der Energiewende kann weg. Heizungshammer, Messgeräte kann weg. Gesetz zur Umsetzung und Verringerung bestimmter Kunststoffe kann weg. Gesetz zur Änderung des Energiesicherheitsgesetzes kann weg. Gesetz zur Änderung des Energiewirtschaftsrechts zusammen mit dem Klimaschutz kann weg. Und wenn mir der Präsident jetzt hier nicht zu Recht natürlich ins Wort fallen würde, kann ich Ihnen noch viele, viele Seiten vorschlagen, was alles weg kann. Das wäre Bürokratieabbau vom Feinsten in Deutschland, meine Damen und Herren, und nicht dieses Klein-Klein, was Sie hier wieder anbringen. Vielen Dank. Also ich kann sicher sagen, die Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages kann nicht weg, die Redezeitbeschränkung, die er vorsieht. So, nächster Redner ist der Kollege Lukas Benner, Bündnis 90 Die Grünen.